So Leute, herzlich willkommen zum nächsten Teil Let's Play Baldur's Gate. Wir sind gerade im Mantelwald und haben dort hier diesen Teil erreicht. Gerade hier oben sind wir angekommen und latschen jetzt mal weiter, was es hier so alles gibt. Wir sind immer noch auf der Suche nach einer Festung des Bösen oder irgendwas in der Richtung. Diese böse Festung, die wollen wir jetzt finden, weil es da auch böse Menschen gibt. Und wo es böse Menschen gibt, gibt es gute Items. Ups, das schaut doch hier schon mal einigermaßen gefährlich aus. Und ich glaube, hier gab es auch irgendwo ein paar Bösewichte. Sehr gut. Gut, dass die immerhin durch Steine durchschießen kann. Be direct. What you way ahead of you, boss? I will listen for now. Yeah? What way ahead of you, boss? Okay, es war jetzt aber schon ein bisschen wenig, würde ich sagen. Hier muss es noch irgendwo mehr geben. Zum Beispiel hier vielleicht. Na? Hallo Leute, wo seid ihr denn? Ach so. Meine Fresse, sorry. Hier sieht's doch aus, als würde es noch was geben, würde ich sagen. Was könnte denn das sein? Hier sieht es schon mal blutig aus. Oder ist das was anderes auf dem Boden? Ja. Oh, da geht's auch rein. Da würde ich sagen, schauen wir nochmal nach ins Inventar, was wir alles so dabei haben. Ich denke jetzt mal, da werden wir jetzt nicht so spektakulär viel brauchen in so einer Situation. Wir haben ja schließlich noch unsere... Ach, die Feuerbälle haben wir ja verbraucht, aber wir haben ja noch so einen Feuer-Odems-Trank. Den können wir jetzt vielleicht auch gleich noch verwenden. Ja? Was willst du? Huh? Und hier kann man einen Heiltrank noch einwerfen. Dann speichern wir noch. So, und dann gehen wir gleich jetzt in diese Hülle rein. Da gibt es nämlich Lindwürmer da drin. Das kann ich ja schon mal verraten. Und dann... hauen wir dem Biester mal hier so einen Trank rein. Ah, okay, so funktioniert das. Das Problem mit denen ist, dass die einen leicht vergiften können. Und das ist ein gutes Gift, würde ich sagen. Ich hatte jetzt eigentlich gemeint, dass dieser Feuer-Odems-Trank hier fernwaffenmäßig funktioniert. Dem ist wohl aber nicht so. Das ist jetzt ein bisschen schade. Vielleicht kann er eher das hier gebrauchen, aber vermutlich nicht. Haben wir denn keine Massenvernichtungswaffe mehr?
Solche Tiere wie die Lindwürmer, die reagieren auch nicht so gut auf, naja, die meisten Zauber. Außer auf Zerstörung natürlich. Gucken wir mal, was man anrichten kann. Vielleicht mal so eine Stinkbombe reinhauen. Ja, was willst du? Und er soll hier gleich angreifen. Sie greift auch einfach an. Ach, ihr könnt eigentlich... Nee, kann er nicht. Ja, das ist halt einfach kacke. My turn to save the day. Shit. Es geht schnell. Und diese Stinkbombe scheint auch nicht viel zu bringen in dem Moment. Aber wenn man gegen diese ständige Vergiftung gefeit ist, dann geht es eigentlich, glaube ich, ganz gut. Aber 4 Giftschaden ist halt auch nicht wenig. Da glaube ich, werden wir uns mal einen Trank einbauen müssen. Zum Beispiel hier eher einen Unverwundbarkeitstrank. Und dann hoffen wir, dass wir diese Schweine möglichst mit irgendwas schnell platt kriegen. Furcht hilft nicht, brennende Hände, Schlaf vielleicht. Kann ich mir nicht so richtig vorstellen, aber probieren wir es halt einfach. Jetzt brauchen wir eine andere Formation, würde ich sagen. Huh? Top of my to-do list. What is it this time? Interessiert die wohl nicht. Ah, vielleicht können wir es vermeiden, dass der nächste gleich herkommt. Sieht fast danach aus. Nicht gleich wieder vorlatschen. Bam. Okay, der ist jetzt zu Eis zerstarrt und dann gibt es aber anscheinend keine Erfahrungspunkte dafür. Klasse. What you got for me this time? Yeah, I'll get right on that. Okay. Huh? Top of my to-do list. What is it this time? Wir müssen erst die Flanken sichern. Naja, wenigstens sprechen wir immer wieder diese Zauber. Und dann scheinen wir anscheinend einen Stufenaufstieg oder sowas zu bekommen. So ein Wort der Macht ausprobieren. Ist auch wirklich eingeschlafen oder tot? Man weiß es nicht. Oh, shit.
What do you want? Was haben denn diese Lindwurm-Bastarde dabei? Einen Lindwurm-Schädel, der ist eh viel zu schwer für uns. Was ihr alles tragen kann, ist echt der Wahnsinn. Top of my to-do-list. Be direct. Yeah? Way ahead of you, boss. You read my turn to save the day. Yeah? What do you want? Kleinen Biester darf man nicht unterschätzen. Was gibt's denn hier noch? Bäh. Schaut so aus, hey, unglaublich. Aufgespießt. Da war wohl vor uns schon jemand drin. Hier muss es doch irgendwas geben. Das gibt's doch nicht. Ah. Ist eine Leiche. Ein paar coole Sachen. Sonst aber anscheinend nichts. Zumindest haben wir so einen Lindwurmschädel gefunden. Das ist doch schon mal was. Hier muss es doch noch irgendwas geben. Naja, anscheinend nicht. Yeah, what top of my to-do list? Yeah, I'll get right on that. Jetzt haben wir zumindest solche Lindwürmer schon mal umgebracht. Könnten wir eigentlich unserem Kumpel von dem vorletzten Teil oder so erzählen. Der wollte ja unbedingt mit uns auf Lindwurmjagd gehen. Und vielleicht treffen wir ihn dann später nochmal wieder. Dann könnten wir zum Beispiel den fragen, ob er Lust hat, noch diesen Quest mit uns zu erledigen, von dem wir vorhin gesprochen haben. Da gab es angeblich 2000 Gold für so einen Lindwurmkopf. Und jetzt haben wir unseren Freund Phasenspinne. Ach, Schwertspinne. Kann auch sicher eine Blindheit vertragen. Nicht schlecht. 2000 Erfahrungspunkte für so eine Spinne. Ich habe das Gefühl, wir werden auch immer besser. Geben wir noch die Gegend hier ein bisschen ab. Noch ein Lindwurm-Baby. Oder zwei? What is it this time? Nicht schlecht. Jetzt hat das Lindwurm-Baby Angst. Huh? Top of my to-do list. What you got for me this time? Hallo. Leck mich. Okay, dann geht's wohl doch bloß hier in diese Richtung weiter.
Ich frage mich ja, wie diese Bösewichte hier ihre ganzen Leute und Truppen und was auch immer drüber transportieren, wenn sie nur so schmale kleine Brückchen bauen. Aber das soll ja nicht meine Sorge sein. Top of my to-do list. I will, it shall be even bloodier than you hoped. Uh-huh. I will listen for now. I care not. What you got for me this time? What is it this time? I cannot fall. Yeah? What do you want? Yeah, I'll get right on that. Ah, oh, wie viel gibt's denn da noch? Huh? Yeah, I'll get right on that. Und noch eins. Huh? Speak, try to keep up. Yeah? Way ahead of you, huh? This will not be a quick death. Muss es dann ja mal vorbei sein, oder? Mit diesen Mistviechern. Gottes Willen! Alles klar. Meine Fresse. Jo, das ist jetzt eher schon knapp hier. Ach, okay. 1 von 47. Ja? What do you want? I care not. Müssen wir wohl mal schlafen. Ja? What do you want? Das ganze Zeug tun wir hier rein. Top of my to-do list. Du. Hier in die Richtung geht's ja wohl nicht mehr weiter. Genau. Muss es wohl irgendwo hier sein. Osten geht's dann hier noch weiter, oder wie? Scheint hier wohl mehr so eine Verarsche gewesen zu sein. Dann warten wir ihn halt kurz.
Aber ich könnte jetzt mal eigentlich wieder einen Schnitt machen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis gleich.